Gerd Liebl ist wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Der Metallbaumeister ist seit 17 Jahren verheiratet und hat einen Sohn. Bis vor kurzem galt der Angeklagte als liebevoller Familienvater und war in seinem Betrieb und in der Nachbarschaft sehr angesehen. Hat er allen etwas vorgespielt? Denn nun hat sich herausgestellt, dass er sich in einem Schülerchat als Jugendlicher ausgegeben und eine 13-Jährige zu einem Treffen überredet haben soll. Wollte er dem Mädchen etwas antun? Ja, das ist schon sehr, sehr... Sie mieses Dreckschwein, Sie haben versucht, mit meiner 13-jährigen Tochter zu schlafen. Die sollte man die Eier abschneiden. Moment mal, jetzt beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Das gibt's doch nicht. Ich wollte nicht mit Ihrer Tochter schlafen. Das ist alles ein blöder Irrtum. Irrtum? Sie sind ein dreckiger Kinderschänder. Ihr sollt mal mit dem Revolver das Maul auswatzen. Also jetzt passen Sie mal auf, Freundchen. Vor Gericht gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Und deswegen werden Sie meinen Mandanten hier nicht als Kinderschänder oder Ähnliches bezeichnen. Und übrigens, mit Ihren Drohungen machen Sie sich ja strafbar. Das ist mir doch scheißegal. Herr Jochner, Sie beruhigen sich jetzt mal hier, ja? Aber die Sau hat's verdient. Sie beruhigen sich, sage ich gerade. Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Wahrscheinlich, wenn ich Maries Vater wäre, wäre ich auch aufgeregt. Ja? Aber der Verteidiger hat völlig recht. Mit Drohungen und Beschimpfungen, da ist keinem geholfen. Ja? Sie halten sich jetzt mal zurück und beruhigen sich. Ist das klar? Aber ich reg mich über einen Kinderschänder auf. Ich sprich nur das aus, was aber alle Sie denken. Sie hören jetzt mal auf mit diesen Beschimpfungen. Sie haben jetzt noch genau 5 Minuten Zeit, bis die Verhandlung beginnt. Ja? Und bis dahin mäßigen Sie sich, wenn Sie nicht von der Verhandlung ausgeschlossen werden wollen. Ist das angekommen? Kommen Sie mal nach hinten. Mensch. Okay. Gehen wir mal davor. Sie heißen Gerd Liebl, geboren am 12. Juli 1969 in Straubing. Sie wohnen in München, Sie sind verheiratet mit Metallbaumeister, Fachrichtung Konstruktionstechnik. Und der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 19.11.2011 ist außer Vollzug gesetzt gegen Meldeauflagen am 26.11.2011. In der Absicht, mit der 13-jährigen Marie Jochner sexuelle Handlungen auszuführen, gab sich der Angeklagte in einem Internetforum für Schüler als 16-jähriger Junge aus und nahm dort am 4. November 2011 Kontakt zu ihr auf. Wie geplant gewann er ihr Vertrauen, sodass sie ihm bereitwillig Fotos in Bikini und Unterwäsche schickte, intime Fragen beantwortete und schließlich zu einem Treffen einwilligte. Als Marie Jochner jedoch am 18.11.2011 gegen 18 Uhr in der Münchner Werkstatt des Angeklagten auf diesen und nicht ihren angeblich 16-jährigen Chatpartner traf, wollte sie sofort wieder gehen. Um dennoch an sein Ziel zu gelangen, schenkte ihr der Angeklagte zunächst ein Smartphone. Da sie trotzdem nicht bleiben wollte, packte er sie mit den Worten »Ich werde schon bekommen, was ich will« am Arm. Durch das zufällige Auftauen eines Angestellten ließ der Angeklagte von seinem Vorhaben ab. Um seine Tat zu vertuschen, rief er die Polizei und gab an, Marie Jochner gerade bei dem Diebstahl eines Smartphones erwischt zu haben. Der Angeklagte wird somit der versuchten sexuellen Nötigung in Tateinheit mit versuchtem und mit vollendetem sexuellen Missbrauch von Kindern in Tatmehrheit mit falscher Verdächtigung beschuldigt, strafbar gemäß § 164 Absatz 1. Herr Liebl, soweit die Anklage. Wollen Sie sich dazu äußern? Allerdings möchte ich mich äußern. Das Letzte, was ich will, ist Sex mit einer 13-Jährigen. Ich habe mich mit dieser Marie nicht verabredet. Ich habe sie damals in der Schlosserei zum allerersten Mal gesehen. Ja, und dazu muss man auch noch sagen, dass mein Mandant selbst einen Sohn im Teenageralter hat. Er verabscheut Pädophile. Genau, auch wenn mich alle für einen Kinderschänder halten. Das hat man ja eben gerade gesehen. Also Sie können mal ganz klar davon ausgehen, dass wir Ihnen zunächst mal völlig unvoreingenommen gegenüberstehen und uns erstmal alles anhören. Sie vielleicht, ja. Aber was mit den anderen? Meine Freunde habe ich verloren, die Kunden sind mir weggelaufen. Neulich war ich im Mietshaus ein Geländer montieren. Die Hausbewohner haben mich aus dem Haus gejagt, wie beim Lynchmob. Gut, wir sind aber nicht Ihre Kunden, wir sind nicht Ihre Freunde. Und wie gesagt, wir werden uns alles unvoreingenommen anhören und erst mal klären, ja, was jetzt alles zu diesem Tatvorwurf geführt hat, ob der Tatvorwurf gerechtfertigt ist und so weiter. Das will ich auch hoffen. Selbst wenn heute rauskommt, dass ich kein Kinderschänder bin. Irgendwas bleibt doch immer hängen. Aus der Nummer komme ich doch nicht mehr raus. Aber wenigstens meiner Familie möchte ich beweisen, dass ich unschuldig bin. Wenn ich die auch noch verliere, da kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Soweit sind wir ja zum Glück erstmal noch nicht. Dann fangen wir doch direkt mal beim Abend des 18. November an. Sie haben gerade eben vorher gesagt, an dem Tag hätten Sie die Marie zum ersten Mal gesehen. Ja, ich bin abends von der Baustelle zurückgekommen und wollte noch mein Smartphone abholen. Meine Sekretärin hatte mir Bescheid gesagt, dass das angekommen ist mit der Post. Ja, da bin ich zur Hintertür rein. Ich habe mich noch gewundert, dass nicht abgesperrt war und das Licht auch an war. Ja, und dann bin ich ins Büro meiner Sekretärin und da stand dieses Mädchen am Schreibtisch. Und dieses Mädchen, Marie Jochner, wie hat die auf Sie reagiert? Die stand wie angewurzelt da, ist erschrocken und ja, sie hatte das Smartphone in der Hand und als sie mich gesehen hat, hat sie es schnell noch in ihre Jackentasche gestopft. Und was haben Sie getan? Ja, ich bin auf sie zugegangen, aber sie ist zurückgewichen und
Ich habe das halt so gedeutet. Ja, sie hat es mit der Angst zu tun bekommen, weil ich sie beim Klauen erwischt habe. Haben Sie was zu ihr gesagt? Ich habe gesagt, sie soll mein Handy rausrücken. Und was sie überhaupt hier zu suchen hat. Aber sie hat keinen Ton gesagt. Und dann bin ich richtig sauer geworden. Ich habe versucht, aktiv mein Handy mir zurückzuholen. Aktiv versucht heißt handgreiflich sind Sie geworden, oder was? Handgreiflich, handgreiflich. Natürlich habe ich sie am Arm festgehalten. Sie wollte ja abhauen. Und dann hat sie angefangen zu schreien. Und in dem Moment ist Justus den Flur entlang gekommen. Also Erklärung, Justus Braun ist ein Mitarbeiter von Ihnen. Justus, ja, mein Mitarbeiter, richtig. Mich hat gewundert, dass er an dem Tag noch in die Schlosserei gekommen ist. Normalerweise machen wir Freitag natürlich Mittag schon zu. Ja, ich habe ihm gesagt, ich habe das Mädchen beim Klauen erwischt. Und dass ich die Polizei rufe. Das habe ich dann auch gemacht. Und genau so habe ich denen das auch erzählt. Mein Mandant hat doch Marie nur deswegen festgehalten, weil sie im Besitz seines Smartphones war. Es ging doch überhaupt nicht um sexuelle Handlungen. Schön durchdacht alles, aber es bleibt eben eine Lüge. Sie haben doch schon die 2 Wochen davor sich systematisch das Vertrauen von Marie erschlichen, indem sie sich da in diesem Schülerchat als 16-Jährigen ausgegeben haben. Ne? Das ging dann so weit, dass sie ihm bereitwillig Bikini-Fotos, Fotos in Unterwäsche geschickt hat, ihnen intime Fragen beantwortet hat. Und das zeigt doch ganz klar, dass sie hier sexuelle Absichten hatten, die sie dann am Tattag ausleben wollten. Nein. Na, kostet es, was es wolle. Nein. Das wollte ich eben nicht. Und ich habe auch nicht mit ihr gechattet. Ich habe überhaupt noch nie gechattet. Ich habe es halt nicht so mit Computer und Internet. Nun hat die Polizei allerdings anhand der IP-Adresse nachweisen können, dass diese ganzen Chats von ihrem PC in ihrem Büro im Betrieb ausgeführt wurden. Das mag schon sein, aber ich war es trotzdem nicht. Mein Computer im Büro, der hat kein Passwort. Da hätte jeder ran können. Ja, und abgesehen davon hat man bei der Durchsuchung Ihres PCs überhaupt keine Indikatoren für pädophiles Verhalten gefunden. Man hat keine Aktfotos von Kindern gefunden, keine Videos. Und darüber hinaus muss man mal auch festhalten, Herr Staatsanwalt, dass zu der Schlosserei Zugang weitere 4 Personen hatten, einschließlich der Sekretärin. Ja, sollen wir jetzt noch stolz sein? Ich meine, dass wir das alles nicht gefunden haben, hat dazu geführt, dass er eben nicht auch noch weitere Anklagepunkte heute hier erlebt. Ne? Ihr Mandant war es, dabei bleibe ich, denn all die anderen Leute, auf die Sie anspielen, die haben ja Alibis für diverse Chatzeiten. Ne? Sie hatten Marie so weit bekommen. Sie hatten sie so weit bekommen, dass sie dann 2 Wochen, nachdem sie den Chatkontakt zu ihr aufgebaut hatten, in die Schlosserei sich begeben hatte. Am Tattag um 18 Uhr. Da war sie dann und dann ist sie auf sie getroffen. Hat sie natürlich gewundert, was dieser alte Mann da will, wo sie doch mit einem 16-Jährigen verabredet war. Hat mit der Angst zu tun bekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben dann ein bisschen wie einst die Hexe bei Hänsel und Gretel versucht, mit einem Smartphone sie zu locken und die Liebe von ihr zu erkaufen. Das ist alles nicht wahr, das stimmt alles nicht. Es ist wahr, ne? Stimmt's denn auch nicht, dass Sie stinksauer auf Ihre Sekretärin waren, bereits nachmittags, weil die dummerweise das Handy bereits ausgepackt hatte und dann dieses rosa Handy kein Geheimnis mehr gewesen wäre? Nein, so war's nicht. Ich war sauer, ja. Aber nur, weil sie mit meinen privaten Sachen rumgeschnüffelt hat. Aha. Aber nicht, weil ich Marie das Handy schenken wollte. Sie wollte es klauen, wenn sie was anderes sagt, dann lügt sie. Wer hier lügt, der immer schon noch sehen. Sie wollte ihn gar nichts klauen. Sie wollte sich vor allem auch nicht kaufen lassen. Nicht von Ihnen, ne? Ich meine, der Angestellte kam dazwischen. Da können wir alle froh und dankbar sein. Wir können nur ahnen, wie das weitergegangen wäre, was Sie mit Marie noch angestellt hätten. Nee, ich bin kein Kinderschänder. Dabei bleibe ich. Ja, ich bin nämlich der Überzeugung, werter Herr Kollege, dass dieser Mitarbeiter von meinem Mandanten derjenige ist, der Marie in die Schlosserei gelockt hat. Er war derjenige, der von dem PC der Schlosserei aus mit Marie gechattet hat und sich dort auch mit ihr verabredet hat. Und warum hat er das gemacht? Von der Schlosserei aus ganz einfach, weil er daheim nicht mit ihr chatten konnte, weil seine Freundin da auf ihn wartete. Ja, und dieser Mitarbeiter hat nicht damit gerechnet, dass sein Chef nochmal zurückkommen wollte. Er hat sich da auf traute Zweisamkeit eingestellt. Ja, und deswegen belastet er ihn. Und warum Marie, mein Mandant, belastet, ist auch ganz klar. Sie wollte das Smartphone klauen und deswegen belastet sie ihn jetzt hier bei der Polizei. Sie beide verstehen sich, ist doch prima. Also das können wir dem Justus Braun nachher gleich alles noch vorhalten zunächst. Aber gibt es denn noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Angeklagten selbst. Dankeschön. Gut, dann nehmen Sie bitte mal bei Ihrem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein und sprechen allerdings zuerst mit Marie Jochner, bitte. Nachdem es eine 13-Jährige ist, sind bitte alle Fragen nur über mich an Sie zu stellen. Hallo, Marie. Entschuldigen Sie bitte. Marie ist ein bisschen nervös und es geht ihr nicht so gut. Wenn es möglich ist, würde ich mich deswegen gerne mit nach vorne setzen. Ja klar, Sie können natürlich als Mutter, Sie sind ja selber auch nicht als Säugling geladen, gern als Beistand Ihrer Tochter dabei sein. Herr Seelhoff, hätten Sie noch einen Stuhl, bitte schön? Ja, selbstverständlich. Können Sie sich gern direkt neben Ihre Tochter setzen. Bitte gehen Sie ruhig nach vorne. Was, und du bist ziemlich aufgeregt, sagt deine Mama? Also, so. Angst musst du hier von niemand haben, wir waren ja schon hinbekommen. Ja? Was deine Mutter auch noch? Bitte. Dankeschön. Ja? Aber, das sage ich dir gleich vorab, es ist heute ganz extrem wichtig, dass wir die Wahrheit herausfinden. Und dafür bist du eigentlich die wichtigste Person. Ja?
Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du uns die Wahrheit sagst. Nichts dazu erfinden, nichts weglassen, ja, und auf alle Fragen einfach wahr antworten, ist schon klar. Du heißt Marie Jochner, 13 Jahre alt, du wohnst in München, du bist ledig natürlich, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Liebel. Nein, den habe ich damals in der Schlosserei das erste Mal gesehen, vorher kannte ich ihn nur aus dem Chat. Mhm. Also zur Erklärung, eine Belehrung nach 55 kann ich mir ersparen, nachdem sie 13 Jahre alt ist. Ich habe hier diese ganzen Chatprotokolle vorliegen. Und demnach hat dich am 4. November 2011 der User TrueLove16 im Schülerchat zum ersten Mal angeschrieben. Erzähl uns doch mal, wie das genau war. Ja, er hat mich angeschrieben, weil er angeblich auf die gleichen Bands steht wie ich. Weil ich habe auf meinem Account meine Lieblingsbands angegeben. Mhm. Hat dieser User irgendwas über sich erzählt? Ja, dass er Kevin heißt, 16 ist und auch in München wohnt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir ein Bild von sich schicken kann, weil er auf seinem Profil keins hatte. Und das hat er dann auch gemacht. War das dieses Foto hier? Ja. Also bis heute konnte die Polizei nicht klären, von wem dieses Foto ist, wem das zuzuordnen ist. Aber was geklärt werden konnte, dass eben alle Chats vom Büro-PC des Angeklagten geführt wurden, ja, in der Schlosserei. Hast du... Du jedenfalls geglaubt, dass du mit diesem Jungen hier chattest, oder? Ja, ich hätte nie gedacht, dass er ein Erwachsener ist. Wir haben uns über ganz normale Sachen unterhalten. Musik, das Oktoberfest, den letzten Urlaub. Total harmlos, jedenfalls am Anfang. Wieso am Anfang? Was hat sich dann geändert? Er hat angefangen, mir Komplimente zu machen, so von wegen, wie süß ich aussehe und dass man sich glatt in mich verlieben könnte. Ich habe die Chatprotokolle hier. Ich nehme mal an, du spielst damit an auf diese Nachricht vom 8.11. Da hat er geschrieben, ich gucke mir gerade dein Bild an, du hast so ein süßes Gesicht, ich kann gar nicht weggucken. Ja. Mhm. Und in der Mail vom 11., nee, erst mal vom 9., da schreibt er dann noch, gute Nacht, Engel, man könnte sich glatt in dich verlieben, so wie du aussiehst. Dann geht es immer so weiter, ihr habt da ziemlich viel offensichtlich gechattet. Und am 11.11. schreibt er, so hübsch wie du bist, würde ich gerne mehr von dir sehen. Hast du nicht Bilder aus dem letzten Sommerurlaub? Vielleicht sogar welche im Bikini. Hast du es dann gemacht? Ja, weil ich fand ihn ja auch süß. Mhm. Und am 12., da fragt er dann, hast du schon mal einen Jungen geküsst oder sogar mit ihm geschlafen? Die Sauer haben sich daran aufgegeilt, was meine Tochter ihnen geschrieben hat. Bei allem Verständnis für ihre Situation, ich habe es ihnen im Vorfeld schon gesagt, sie halten sich jetzt mal zurück. Ich spreche mit der Zeugin, ja? Also ich habe mit ihrer Tochter nicht gechattet. Jetzt ich rede mit ihr. Hast du darauf geantwortet? Ja, weil es war ja nur Chat, was ganz privat ist. Nun ja, das Internet ist bei Weitem nicht so ein privater Ort, wie viele denken. Also viele stellen da bedenkenlos alle intimen Informationen über ihr Leben und Bilder ins Internet und bedenken dabei gar nicht, dass ja dann jeder, den es irgendwie interessiert, das alles mitverfolgen kann. Und das zieht natürlich auch schwarze Schafe an. Ja? Und das kann teilweise so weit gehen, dass Stalker dir dann das Leben wirklich zur Hölle machen. Also deswegen, man sollte da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Und man sollte niemals irgendwelche Informationen an Fremde rausgeben oder sollte da die Telefonnummer oder die Adresse öffentlich machen oder den derzeitigen Aufenthalt gegenüber Leuten, die man nicht kennt. Das weiß ich ja jetzt alles auch. Ich und meine Freundin, wir haben uns darüber vorher noch nie Gedanken gemacht. Wir sind jetzt aber auch alle vorsichtiger geworden. Wir haben oft mit Marie darüber geredet, wie sie vernünftig mit dem Internet umgehen kann und was genau sie schreiben darf. Eigentlich hättest du es besser wissen müssen. Ja, aber als ich mit Kevin gechattet habe, ich habe echt gedacht, er wäre ein netter Typ. Tja, ja, das war sein Ziel. Ne? Sie sollten sich dabei ihm sicher fühlen. Das war das Ziel des Angeklagten. Schrecklich. Und weil er so locker war, habe ich ihm dann auch ein bisschen Unterwäsche geschickt. Weil er war ja schon 16 und hat bestimmt schon eine Freundin gehabt. Das war natürlich sehr gefährlich. Das weißt du, denke ich mal, auch im Nachhinein. Ja? Man sollte da immer ganz, ganz vorsichtig und zurückhaltend auf Distanz bleiben im Internet. Und auch für Eltern ist es wirklich eine ganz wichtige Aufgabe, mal zu schauen, was denn die Kinder so im Internet treiben. Jetzt sagst du, du hast das Gefühl gehabt, dass er eigentlich ein Netter ist. War das dann auch der Grund dafür, dass du dann am 16. November da dieser Bitte von ihm, sich zu treffen, nachgegeben hast? Ja, er hat vorgeschlagen, dass wir uns endlich live treffen. Und er war so cool und witzig und ich wollte ihn endlich kennenlernen. Ist es dir denn nicht seltsam vorgekommen, dass er dich da zu einer Schlosserei bestellt hat? Nein, er hat gesagt, dass er direkt nebenan wohnt und dass die Schlosserei zu der Zeit leer ist. Und dass der Hintereingang nie abgesperrt ist. Und dass zu Hause Geschwister sind, die ihn stören. Ja, aber sowas mit einem Treffen mit jemandem, den man jetzt nur vom Chatten kennt, das ist natürlich schon extrem gefährlich, ja? Da sollte man sich eigentlich nie darauf einlassen. Man sollte wenigstens zunächst mal telefonieren. Hättest du das gemacht, dann hättest du wahrscheinlich sofort erkannt, dass das eben vielleicht kein 16-jähriger Junge war. Ja?
Und selbst wenn man sich da mal mit jemandem trifft, dann muss man unbedingt das den Eltern sagen, keine Frage. Man trifft sich am besten an einem öffentlichen Ort, im Café oder so, wo im Ernstfall dann andere Leute da sind, die helfen können. Am einfachsten nimmt man eine Freundin mit. Aber ich konnte echt nicht ahnen, dass dein erwachsener Mann auf mich wartet. Ich hab mich nicht mit dir verabredet. Also, und was ist dann am 18. November passiert? Ich bin um 6 Uhr abends in die Schlosserei und war erst auf so einem Innenhof. Drinnen hat Licht gebrannt, also bin ich rein in so einen Flur. Ich habe Hallo gerufen, aber niemand hat geantwortet. Also bin ich in eins der Büros gegangen. Und das, ihr Lieben, haben Sie alles beobachtet. Ne? Sie haben gesehen, wie die Geschädigte ins Haus reingegangen ist. Na? Und Sie haben draußen gewartet gehabt, im Dunkeln, und sind dann hinterher geschlichen. Was bestimmt, weil ich draußen Schritte gehört habe. Ich habe mich auf Kevin gefreut, aber dann ist die Tür aufgegangen und er ist reingekommen. Ich war genauso überrascht wie du. Was hat er denn gemacht? Er hat mich nur angeschaut. Und ich habe Panik gekriegt und wollte an ihm vorbeilaufen. Und wie hat er dann darauf reagiert? Er hat mich so komisch gefragt, wo willst du denn so schnell hin? Wir haben uns doch gerade erst getroffen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Doch. Und als ich... Lüg doch. Und dann bin ich an ihm vorbei. Aber ich habe Panik gekriegt und wollte an ihm vorbei rauslaufen. Aber dann hat er gesagt, hat er mir ein Handy in die Hand gedrückt und gesagt, ich könnte es behalten. Ich wollte es aber nicht, ich wollte nur raus. Und dann hat er es mir in die Jackentasche gesteckt und gesagt, ich könnte es behalten, wenn wir uns einen schönen Abend zusammen machen. Ich habe sie zu gar nichts überreden wollen. Und ich habe ihr das Handy auch nicht schenken wollen. Ich habe es im Netz ersteigert. Sie hatte das Smartphone schon in der Hand, als ich reinkam. Genau. Ach so, gerade eben haben Sie gesagt, Sie haben es nicht so mit Computern. Aber irgendwas im Netz ersteigern, das können Sie schon. Das kriege ich gerade noch so hin. Aber ich chatte nicht. Wenn ich es ganz kurz mal haben dürfte, das Smartphone, Herr Vorsitzender. Ja. Also, Sie haben es wohl gebraucht ersteigert, oder? Wenn ich das richtig sehe. Schauen Sie mal, Herr Liebel. Knallpink, mit ganz lieben Sternchen drauf, in Gold gehalten. Und das wollen Sie für sich ersteigert haben. Mal ganz im Ernst, was wollten Sie damit? Wie ein junges Mädchen aussehen? Oder was war Ihr Plan? Ja und? Gebraucht, habe ich doch gesagt. Die Schutzhülle wollte ich danach natürlich austauschen, ist doch klar. Die wollte nach austauschen, ja. Sie so wollten einfach hier dem jungen Mädchen gefallen mit diesem Handy. Das war Ihr Ziel. Sie wollte sie damit locken aber können. Vielleicht lassen deswegen wir das so jetzt pink. Mal, Herr Staatsanwalt. Wir sind ja immer noch bei der Befragung Dankeschön. Von Marie. Ja, was hast du denn gemacht, als der Angeklagte dir dieses Handy in die Tasche gesteckt hat? Ich wollte nur noch weg, aber er hat mich festgehalten und gezischt. Ich krieg schon, was ich will. Aber dann ist zum Glück ein anderer Mann aus einem der Büros gekommen. Und dann hat er mich auch losgelassen und auf einmal behauptet, ich hätte das Handy klauen wollen. Das habe ich nicht nur behauptet, das war so. Herr Vorsitzender, ich darf Sie bitten, mal Marie den Ernst der Lage hier zu schildern. Für meinen Mandanten, jetzt Ruhe da drüben. Für meinen Mandanten steht hier wahnsinnig viel auf dem Spiel. Und es kann ganz, ganz schwere Folgen nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau haben, für seine ganze Familie. Marie war zwar in der Schlosserei, aber sie war nicht mit meinem Mandanten verabredet. Und als sie dort in der Schlosserei war, hat sie dieses Smartphone gesehen und hat es eingesteckt. Und in diesem Moment kam mein Mandant hinein und hat es gesehen. Und weil sie das jetzt hier nicht zugeben will, deswegen lügt sie und behauptet, er wollte Sex von ihr oder sie zum Sex überreden. Genau. Sie haben ja wohl nicht mehr alle, meine Tochter wäre fast von diesen Kinderständern vergewaltigt worden. Herr Jochner, jetzt lassen Sie es mal gut sein. Was uns ganz sicher nicht weiterhilft, sind hier diese Beschimpfungen. Ja? Ich bin gerade dabei, möglichst vorsichtig, behutsam und sachlich die Information aus Ihrer Tochter herauszuholen. Und da gehen Sie immer dazwischen. Ja? Das hilft uns nicht bei der Wahrheitsfindung. Ich bin so sauer, ich könnte den Hals umdrehen. Ja, das wäre gar keine gute Idee, sage ich Ihnen jetzt auch mal. Vielleicht gehen Sie besser mal kurz raus und schnappen ein bisschen frische Luft und kühlen Ihren Kopf ab. Ich will aber schon hierbleiben. Ja, dann müssen Sie sich aber benehmen. Mensch, Sie können ja auch wieder reinkommen, wenn Ihnen besser ist. Na gut, wahrscheinlich haben Sie recht. Ja. Also ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass dieser Justus Braun, also dieser Mitarbeiter, der da zufälligerweise meinen Mandanten und die Marie gesehen haben will, derjenige war, der mit Marie gechattet hat und sie auch in die Schlosserei gestellt hat. Ich glaube, ich sagte schon, dass Herr Braun Alibis hat für die Chats, Herr Stevens. Ja, und Herr Staatsanwalt, mein Mandant hat auch zumindest ein Alibi, als gechattet wurde, ja, wo er nachweislich ein Alibi hat. Ein ja? einziges Alibi. Zig Chats, entschuldigen Gut, Sie bitte. Das Alibi ist seine Ehefrau, mit der sprechen wir sowieso als nächstes. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht bei der Vernehmung von Marie hier ausbreiten. Gibt es denn noch Fragen? Keine Fragen, danke. Dankeschön. Dann darfst du hinten Platz nehmen. Wenn das nicht zu viel ist, kannst du auch wieder rausgehen. Das musst du gemeinsam mit der Mutter entscheiden. Die Zeugin bleibt jedenfalls unvereidigt. Sandra Liebel, bitte. Hallo, Frau Liebel. Hallo. Ich habe unseren Sohn Florian mitgebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wollte mir das nur anschauen, weil ich finde es echt krass, dass meine Eltern gerade durchmachen müssen. Gut, nachdem Sie nicht als Zeuge geladen sind, können Sie sich gern von hinten ansehen. Ja? Aber Sie kommen bitte nach vorn, Frau Liebel. Also auf den Stuhl, wenn Sie bitte wieder entfernen würden. Sie wissen, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja.
Sie heißen Sandra Liebe, 37 Jahre alt, sie wohnen in München, sie sind verheiratet, kaufmännische Angestellte in einem Autohaus und sie sind die Ehefrau des Angeklagten, hätten damit ein Zeugnisverweigerungsrecht, sie müssen nicht aussagen. Ich möchte aber aussagen, mein Mann ist unschuldig und ich möchte helfen, es zu beweisen. Sie wissen eigentlich, worum es heute geht. Es geht darum zu klären, ob Ihr Mann zunächst Chatkontakt mit einer 13-Jährigen, mit der Marie, aufgenommen hat und dann versucht hat, mit ihr sich zu treffen, um sexuellen Kontakt mit ihr letzten Endes zu haben. Ja. Und ob er das dann am 18. November auch gewaltsam in die Tat umsetzen wollte. Wir sind seit 17 Jahren verheiratet und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich an ein Kind vergreifen würde. Wissen Sie, Frau Liebe, viele Ehefrauen sind überrascht, wenn plötzlich ans Tageslicht kommt, dass der eigene Mann pädophile Neigungen hat. Und in der Regel ist es auch so, dass die Familie und auch das Umfeld das überhaupt nicht hat kommen sehen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Pädophile sehr oft einfach Meister sind im Tarnen und im Täuschen. Trotzdem, ich kenne Gerd ganz genau. Ich hätte auch in den ganzen Jahren irgendwas merken müssen. Und ja, da war nie was. Ja. Wir sind eine ganz normale Familie. Ja, ist zwar ein strenger Vater, aber er hat sich immer gut um uns gekümmert. Ehefrauen gucken da ganz gerne mal weg, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Diese Chatterei hat sich immerhin seit Wochen hingezogen. Und seitdem Marie in die Schlosserei gegangen ist, hat ihr der Chatter von dem Profil nie wieder geschrieben. Mein Mann überprüft das jeden Tag. Also, soweit ich weiß, hat auch die Polizei nach wie vor ein Auge auf dieses Account. Das zeigt doch, dass Ihr Mann sich mit Marie geschrieben hat. Nein, dafür muss es eine andere Erklärung geben. Wissen Sie eigentlich, wie kaputt unser Leben seitdem ist? Flo traut sich fast nicht mehr in die Schule, weil alle glauben, dass sein Papa auf kleine Kinder steht. Und Gerd hat seit den Vorwürfen keinen einzigen Auftrag mehr bekommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht einfach für Sie ist. In dem Autohaus, in dem ich arbeite, hat man mich erst mal freigestellt, bis die Verhandlung vorbei ist, weil der Chef Angst hat, dass ihm sonst die Kunden davonlaufen. Genau. Erzähl dem Richter doch mal, was neulich deine Schwester zu dir gesagt hat. Ja, meine Schwester, die möchte nichts mehr mit uns zu tun haben, weil sie hat eine 18-jährige Tochter und auf die haben wir früher aufgepasst, als sie klein war. Und neulich hat sie mich gefragt, ob damals vielleicht auch irgendwas vorgefallen wäre. Was? Das hat Tante Birgit wirklich gefragt? Ja, hat sie. Warum sagt ihr mir sowas nicht? Weil wir dich damit nicht belasten wollten. Ich habe meine Schwester dann gefragt, was meinst du mit vorgefallen? Und sie hat gesagt, das weißt du ganz genau. Und wenn ich jemals rauskriege, dass Gerd mein Kind angefasst hat. Die Leute, die verabscheuen uns doch mittlerweile. Man ekelt sich vor uns. Dabei habe ich nichts getan. Ich habe mit dieser Marie nicht gechattet. Das stimmt. Die Polizei hat sich ja auch schon mit uns zusammengesetzt. Wir sind die Zeiten durchgegangen, an denen Gerd angeblich mit dem Mädchen gechattet hat. Ja, das sind ja ganz viele unterschiedliche Zeiten, um die es da geht. Laut Ihrer Aussage bei der Polizei war Ihr Mann zumindest zu einem dieser Zeitpunkte bei Ihnen zu Hause. Und zwar am 15. November um 18.33 Uhr. Da gab es ja auch einen solchen Chatkontakt. Ja, wir waren den ganzen Abend zu Hause und haben Pläne für die Weihnachtsferien gemacht. Eben. Wie soll ich zu dem Zeitpunkt in der Schlosserei gewesen sein und irgendwelche Mails oder gechattet haben? Geben Sie dem Mann vielleicht ein falsches Alibi, fragen Sie, Frau Liebel, um ihn zu schützen. Nur mal so der Hinweis, mehr an Alibis kann er nicht bieten. Die anderen Chats sind alle frei von Alibis. Das ist nicht gelungen, aber wirklich bei mir zu Hause. Ja, wirklich bei Ihnen zu Hause. Hm? Ich gehe jeden Abend mit dem Hund spazieren und werk auch mal alleine in der Garage rum. Das ist der Grund, warum ich für die anderen Zeiten kein Alibi habe. Tja, das glaube ich Ihnen nicht, ne? Sie haben keinen PC zu Hause. Nicht mehr Ihr Sohn hat einen PC zu Hause, was nebenbei bemerkt, schon in der heutigen Zeit ein bisschen merkwürdig ist. Selbst ich habe einen Computer zu Hause. Na und? Ich muss ja nicht jedem modernen Schnickschnack hinterherlaufen. Ja, und deswegen sind Sie in die Schlosserei zum Chatten gegangen, ne? Das ist ja auch der Grund. Ich war kein einziges Mal in der Schlosserei und habe gechattet. Also ich bin auch von der Unschuld meines Mandanten überzeugt, Herr Staatsanwalt. Ja. Sie überraschen mich auch, wenn Sie mir erzählen, dass Sie einen Computer haben. Auf jeden Fall glaube ich viel mehr, dass dieser Mitarbeiter Ihres Mannes, dieser Justus Braun heißt der, glaube ich, dass der die Marie in die Schlosserei gelockt hat. Und ich glaube auch, dass die Marie lügt, weil er ganz sicher nicht sie mit einem Smartphone zum Sex überreden wollte. Also diesen Justus Braun, den haben Sie ja schon mehrfach angesprochen, den können Sie jetzt gerne selbst in die Mangel nehmen, wenn keine Fragen mehr an keine Sie sind. Frau Liebel, bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hin Platz. Justus Braun, bitte. Ja.